was bisher geschah. Isaac hatte Ishimura wieder halbwegs seetüchtig bekommen, oder wie man das bei Raumschiffen nennt. Vielleicht können Daniels, Hammond und er dann so langsam mal nach Hause schippern. Naja, vielleicht vorher noch Isaacs Freundin Nicole finden, die sich hier irgendwo verkrochen haben muss. Andererseits, das Haus verliert ja auch nichts. Oder vielleicht doch? Jetzt geht's jedenfalls weiter. Isaac, Hammond, I just intercepted a transmission from medical. Someone's down there? See what you make of this. This is Senior Medical Officer Nicole Brennan. Oh. Medical is a sanctuary. All survivors, please join us. Nicole, I'm going back to medical. Makes sense. I'll head to the crew deck and look for survivors from the bridge. I'll be in touch. The crew deck. Wonder if he knows something we don't. Objective cancelled? Warum Objective cancelled? Return to the medical deck. Achso, ja, wahrscheinlich weil es Isaac einfach wichtiger ist, seine Freundin zu treffen. Ah! Was ist denn das für eine Scheiße? Die Köpfe. Jetzt haben Leute gesagt, spiel doch mal nicht wieder auf leicht. Es ist nicht leicht, es ist medium, aber langsam ist es auch nicht mehr. Ist es auch nicht mehr medium. Sondern gut durch. Cannot determine clearance level. Master security override required. Okay, da komme ich wohl erst später hin. Aber ich fürchte, ich muss das Teil hier wieder umequippen. Scheiße. Möchte nicht damit spielen. Möchte einen Plasma-Cutter spielen. Und ich brauche einen Shop. Bin jetzt aber hier nicht gleich ein Shop und dann schrei ich. Da ist zumindest schon mal eine Bench. Da weiß ich nicht mehr. Doch die Dinge für die Werkbank, oder? Ja. Okay. Das Pulse Rival will das scheiß Pulse Rival nicht. Aber was wäre es denn? Das ist das Custom Magazine. Okay. Hätte ich da nicht tatsächlich mal ein anderes Special schon irgendwie gefunden? Ach, die Quadrate sind dann jeweils die Specials, verstehe. Contact Beam. Der kann noch nicht so viel. Ich freue mich. Mit 3 Notes könnte ich den sogar aufs Cartridge Rack hochballern, aber bringt nichts. HP könnte ich hochsetzen. Hier noch. Für den habe ich doch jetzt auch anders geiles. Ach so. Runs for much longer. Dann machen wir das schon mal. Und das andere. Die eine Note. Die hebe ich mir noch auf. So, jetzt habe ich ja zumindest auch mal wieder ein bisschen Platz. Ah ja, gut. Einen. Aber dieses Schematic. Submit these Schematics to the store. Okay. Ach, und dann kann ich das Ding erst kaufen. Okay. Will ich aber nicht. Level 3. Habe ich hier auch schon. Nee, seht ihr mal. Warum habe ich denn. Wie habe ich das denn übersehen? Security request retrieved. Kann ich noch was hören auf dem Weg rüber? We've been boarded! I repeat, the ship has been boarded! We are under attack! They killed most of the best stuff! Where the hell is the defense? We need security backup now! Guns are too close to the ship!
name is that? Oh, das hat halt gut funktioniert. Das muss ich mir jetzt aber nochmal anhören. Das muss ich mir nochmal anhören. Wer hat das Schiff geboardet? Security, come in! We've been boarded! I repeat, the ship has been boarded! We are under attack! They've killed most of the deck staff! Where the hell is Steve Vincent? We need security backup now! Guns are useless, we... What in God's name is that? Okay, da hat sie sich dann aber vertan. Bolzkrieger, also ich dachte wohl, das Schiff wird überfallen, also geentert. Aber das stimmt ja nun nicht. Da wäre der Shop gewesen. Boah, beim Einkaufen. Mist. Ja, schon kaputt. Ja, Lolli fallen lassen. Das gibt's doch nicht. Dass ich die ganze Scheißmunition wie die Scheißwaffe bekomme. Naja, gut. Jetzt will ich mal wieder einkaufen. Ja. Will ich. Super Symmetric Tether für den Contact Beam. Was ist das? Achso, das ist ein Upgrade dafür. 20.000. Ich verkaufe jetzt erstmal Zeugs hier unten, das alles. So. Ja, jetzt würde ich halt wirklich gerne diese Assault Rifle verkaufen. Hä, was passiert denn, wenn ich das to Storage move? Ist jetzt so ein bisschen risky. Wartet mal, das verkaufe ich. Das move ich auch to Storage. In der Hoffnung, dass ich einfach nichts mehr fürs Assault Rifle finde. Pulse Rifle, ich kann es mir nicht merken, ist so scheißegal. Okay. So, dann kaufe ich mir jetzt hier den schicken Anzug. Ja, und weil dieser Anzug, den ich gerade trage, ja sich nicht verändert, behalte ich dann vielleicht auch den. Mal gucken, wie er aussieht. Ich finde es ja ein bisschen Musik, muss ich sagen. Vielleicht kommt er wieder. Naja. Ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal spielen, man dachte, geil, er sieht richtig, er wird ja immer schicker. Aber jetzt muss ich sagen, da ist dann eher doch der coolere. Also wieder umziehen. Die Stats sind ja die gleichen, insofern. Ich hätte es aber nett gefunden, wenn sie bei der Gelegenheit auch gleich noch die ganzen Gesundheit und Stasis aufgebohrt hätten. So. Ja, jetzt bin ich ja wirklich munitionsmäßig ziemlich bang. Zurück zum Medical. Oh, das ist komplett leer. Das ist keine gute Idee, unbewaffnet hier rumzulaufen. Ich mach's trotzdem. Clearance confirmed. Ah. Stuff. Sehr gut. Gott, gebt mir doch endlich Munition für den Plasma-Cutter. Nochmal so ein Semiconductor. Ja gut, den gehe ich natürlich direkt wieder verkaufen. Was
sagst du mir dann, warum pulst mein armes Herz so? Ich fürchte, ich muss das Sturmgewehr wieder mitnehmen. Ich bin sonst so wehrlos. Und jetzt habe ich auch wieder... Jetzt habe ich auch wieder... genug Platz. Nein! Will ich nicht. Oh nein, ich hab's verkauft. Ich habe mich verklickt. Ja, schleppe ich es trotzdem mit mir rum. Vielleicht finde ich ja noch Munition. Ja, so ein bisschen was reinheilen. Können wir auch noch machen. Das ist aber risky. Hallo? So, jetzt soll ich zum Medical rüberfahren, ne? Da ist was Lieferes. Ach, da ist auch nochmal so ein cool Rig. Ja, wie komme ich denn da hin? Cryogenics? Gibt's für mich eine Möglichkeit, darüber zu kommen? Ja. Moment. Warum trackt denn jetzt die Karte nicht mit? Hier raus und dann rum und hin? Sehe ich das richtig? Und raus und rum. Und dann nach hinten und dann da rechts. Achso, das ist eine Tür, die zu ist. Crew Deck, da ist jetzt auch Hammond auf dem Weg hin. Okay. Darf ich noch nicht rein? Aber halt, kann ich das nicht einfach so liften? Oh, was ist denn jetzt los? Nee, das andere Ding. Das geht nicht. Gemein. Was? Trompeten greifen an. Der ist da unten halt immer noch in dem Graben dann. Aber ich komme nicht ran. Ja, okay. Da muss ich. Du, ich muss los. Das ist wahrscheinlich Crew Quarters. Dann fahren wir mal zurück nach Medical. Medical. Sag ich doch. Wie ist das? Habe ich wenigstens ein Magazin dafür? Ja. Now arriving at Medical. Lab. What? You said the chemical lab? I can barely hear you. Look at the source of the broadcast. Also wo sie jetzt herfunkt oder was? War ich hier schon? Nee, das ist mir alles neu. Aber ich guck gerade nochmal, ob hier hinten nicht vielleicht irgendwie noch so eine Stasis-Geschichte ist. Nach Medical wollte ich doch. Ja, das hat seine Vorteile, diese freie Beweglichkeit, aber auch ein bisschen Nachteile. Unten ist ein Shop. Ach, da komme ich bei einer Stasis-Maschine vorbei, wenn ich den Plan richtig lese. Dann ist ja alles gut. Hä, war ich da doch schon mal? Ja, tatsächlich, aber das, wer hat denn diese ganzen Lampen hingestellt? Ach so, sie hat ja auch gesagt,
sie macht hier... Okay. Das klingt nicht gut. Daniels, the door to medical just locked behind me. Hello? Shit. Another survivor. At last. You'll be safe here. I'm a doctor. Is Nicole Brennan with you? You're not here for sanctuary, then. Well, Dr. Brennan's currently engaged. Shall I send you to her? How about you unlock these doors, and I'll find her myself. Are you that selfish? You might let something in. Or out. Shit. So, you've decided to be difficult. Take a seat. I'll deal with you momentarily. Okay. An den kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Ich wollte doch zu dieser Stasis-Maschine. Es war aber, glaube ich, eh auch auf dem Weg hierher. Warum wird das denn eigentlich nicht mehr angezeigt? Ach, das Security Doors 1 bis 3 werden ja auch angezeigt. Ach, das ist natürlich nice. Sogar die Crates, die Master Override Crates. Und Explored Unexplored. Warum habe ich denn da vorher nicht drauf geachtet? Ja, ja gut, dann kenne ich das schon, was jetzt hier gerade rauskommt. So könnte ich natürlich auch einfach Zeug kaufen. Aber ich kaufe doch nichts. Aber ein bisschen Stasis zumindest hätte ich gerne. Bäh. Oder oben ist auch noch einer. Shit. Krass, Munition verbaselt. Shit. Ich brauch doch nur Munition für meine Plasma-Cutter. Und zumindest Stasis. Oh, okay. Jetzt den Plasma-Cutter bitte. Kling, klong. Lieber Laser. Kindly avoid disturbing my other patients. What is this? Research, of course. I'm so close to finding that missing factor. Ach, die darf ich, auf die darf ich nicht schießen. A Unitron just won't understand. Also die sind zumindest noch Freunde. Ja, wie so ein Flatterviech daherkommt. Ich kann tatsächlich nicht schießen, okay. Was ist das? Habe ich irgendwas Billiges, mit dem ich das wegschießen kann? Wo ist sie? Warum finde ich keine Munition mehr? Oder schieße ich so viel? Ich weiß es doch auch nicht. Also das ist auf jeden Fall weg. Bäh! Bäh! Langsam! Oh, da geht die Munition auch dahin. Habe ich jetzt gefunden. Achso, Credits. Okay. Puh. Wenn es so weitergeht, muss ich jetzt hier wirklich auf den dicken Oschi setzen. Uah. Das ist ein Po-Loch. Das war mal. Shit, vielleicht stirbt das einfach gar nicht. Da ist so ein Pimmel angesetzt. Ich brauche wirklich ausnahmsweise kein Geld. Ich brauche wirklich ausnahmsweise mal Munition. Ach, das ist auch leer. Tja, mal jetzt hier. Ah, vielleicht mache ich mich doch ein bisschen
Bisschen gesünder. Was ist denn KIR? Dieses Grab Range. Ah, okay. Ich glaube, aktuell brauche ich eher HP. Wenn es hier so weitergeht. Oh, langsam wird es wirklich. Wird's fordernd. Wird's langsam ein Survival-Shooter. Ich will an dem vorbeilaufen. Ich kann nicht einfach an dem vorbeilaufen. Das Ding muss weg. Aber es geht nicht kaputt. Vielleicht fahre ich einfach hier. Was ist das? Was ist jetzt passiert? Auf was habe ich jetzt umgestellt? Hey, warum kann ich hier nicht runtergehen? Jetzt ist der Aufzug kaputt. Ups. Okay, der zweite Tod in diesem Spiel. Das hat sich jetzt verändert. Ja. Tja, muss ich vielleicht mein großes Maul halten und kleinen beigeben. Und Munition kaufen. Auf den Plasma-Cutter her. Scheiß die Wand an. Na gut, ich habe noch ganz viel davon. Ich habe noch ganz viel davon. Aber das Ding geht ja nicht kaputt. Map. Oh nein, die schon wieder. Die gehen halt. Ich wollte gerade sagen, die gehen halt einfach direkt kaputt, aber die gehen auch nicht direkt kaputt. Aber wenigstens haben wir ja Munition für das Teil. Gibt es da einen Trick? Ach, gestarst habe ich das Viech ja auch noch nicht. Vielleicht ist es das. Ja, ja. Research, of course. Finde ich schon. I'm so close to finding that missing factor. So, jetzt kommt ja erstmal der eine Typ. Den kann ich rippern. Okay. That's not it. Ja, ich habe hier diesen Teil jetzt hier schon mal, bin schon mal vorgelaufen, habe die Viecher gekillt, Stasis voll gemacht. Damit ich mir jetzt hier diesen Text nicht nochmal anhören muss. Mit dem Arschloch. So. Und was ich noch rausgefunden habe, da hinten kann ich eine Batterie rausnehmen. Diese Tür hat ja keinen Strom. Dieses rote Kabel, also. Machen das erstmal weg. Dann kommt jetzt hier der Schwanzhund an. Hier oben ist ja noch alles. Achso. Hallo. Nicht so sehr ich jetzt erstmal. Nehmen wir das Geld, lade nach. Alles geil soweit. Jetzt, weil ich es kann. Stasis nochmal rein. Jetzt muss ich das Viech erstmal einfach dauerstasen. So. Ich hochfahre. Dann komme ich hier trotzdem nicht weiter. Hier kann ich eigentlich rennen, weil da der Boden voll geschleimt ist.
Das habe ich jetzt hier weggeschossen. Da hinten. Kann ich das auch wegschießen? Kann ich das da wegschießen? Was da hinten? Ah. Okay. Jetzt ist es weg. Ja, ich glaube, dieses Viech da unten ist unsterblich einfach. Das ist hier, das ist auch unsterblich, ne? Wärst du wohl gern. Ist aber nicht. Schau. Schau, wie deine Körperteile abgehen. Arschloch. Jetzt hab ich schon wieder Pulse Rifle Ammo. Ich möchte kein Pulse Rifle. Aua. Isaac ist auch schon genervt. Aha, jetzt krieg ich da nochmal Stasis, okay. Ja, dann mal nochmal. Observation Room. Was kann man denn hier observieren? So, von wem ist das? Chief Psych Officer Warwick. Ist das der, mit dem ich gerade spreche? Okay, und der hat rausgefunden, dass in Zero-G die Patienten ein bisschen besser drauf sind. Hä? War ich da nicht schon? Bin ich da nicht schon durchgeschwebt? Ich weiß es gerade nicht. So, was haben wir hier noch? Patient Log retrieved. Ja, dann erzähl mal. There. I have to record these days. The old memory, you know. As I was saying, the new treatment I'm developing should be just a ticket. The trial is very promising. Trial? You'll be back at your post in a jiffy with ZEC none the wiser. Unless you don't trust me. No, of course I trust you. Let's give it a shot. Oh. Volunteer 9 is a young male testing my new tissue regeneration formula. I expect death within the hour, but the changes to the vascular system are very promising. One moment for the cleanup. For the last time, get a trauma team in here. Yes, I called 3 times. My patient is crashing. Get off your smoke break and help me. Okay. Dr. Mercer ist ein Schwein und ist vermutlich der Typ, dem ich es hier zu tun habe. Ich bin froh, an diesem Viech vorbeigekommen zu sein. Zelebriere das mit einer Speicherung. Zero G Therapy. Ich gehe mal hier kurz mal nachgucken. 2 bin ich. Warwick. Line Rack. Was ist denn Line Rack überhaupt? Line Racks. Was sind Line Racks? Ripper Blades. Contact Energy. Weiß es nicht, aber wenn ich es freischalten kann, ist das schön. Note immer schön. Die Bibi. Und die Bibi-Mann. Okay, so funktioniert das also. Lass mal Energy. Halleluja, Ding Dong. Und ein großer Trinkjoghurt. Ich hoffe jetzt einfach mal. Es sind halt nur 6 Schuss. Dass wenn ich das Ding wieder dahin equippe, dass das Spiel mir endlich wieder Plasma Energy Kram geben wird. Ach, da ist abgeschlossen. Habe ich
spontan gar nichts gegen. Denn dann weiß ich wenigstens, dass ich hier später wieder hinkomme. Und jetzt nicht hin muss. Okay. Und jetzt, genau, fahre ich den Stockwerk wieder runter, bin ich auf der gleichen Ebene wie vorher. Wo das Kackvieh da an der Wand klebt. Ja? Die Aufsage, den Aufsager gemacht. Flup. Aber wie gut das aber auch gemacht ist, dass man draußen vorbeiläuft und denkt, die Freundin ist hier drin und es ist dieses Ding. Was ist denn das? Kann es bitte da drin bleiben? Es sieht so, so halb aufgetaut schon aus. Achso, so, soll ich mich an ihrem Hologramm reiben? Achso. Shipwide Transmission Override. Isaac Clark. Just a trick. Isaac. Make us one. Oh. Clark. All right. Dr. Brennan's nearest and dearest. We were colleagues, you know. Dr. Chalice. Ooh. Mercer. Oh, wie unangenehm. Are you the reason the marker won't begin? That's it. Convergence is installed. She's meddling. How is the question? But even if I was to ask, I suspect you're not the talkative type. Na, jetzt schon. And I haven't fully explored the cause of death as that missing factor. Dismemberment. Now I think we're on the right track there. Try and relax, Mr. Clark. Convergence is so close. Maybe your death will tip the balance. Oh, er hat so ein Bolzenschussgerät. Okay. Ah! Fuck. Langsam. Ja, bitte. Just do it! On it! Ah, shit, der wächst nach. It's open, go! Es ist nicht offen! Mäh! 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 Wo muss ich hin? Escape the creature, ja. Dabei. Mäh! Ist die Tür bald auf? Oh nein, die Tür geht langsam auf! Ach, Mother! Oh nein, dieses Vieh! Oh, was? Oh, jetzt kommen die auch noch alle. Wo kommt ihr denn alle her? Oh, das gibt's doch nicht. Warum? Warum?
Warum geht die Tür nicht auf? Oh, wow. Oh, shit. Isaac, you called broadcast. It was a trick by a fucking unitologist. Dr. Mercer. He's locked down medical to experiment on the crew. Oh, God. Every way out is locked down through one of the offices. Must be Mercer's. I can brute force the internal doors, but you will have to reach his office and lift the lockdown manually. Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Auf mehreren Ebenen. Nein, Rex. Ach so, das sind die Dinger. Okay. Ja, geschenkt. Das hier erstmal wegpacken. Tja, Wenn es so weitergeht, muss ich wirklich hier Munition für das Ding kaufen. Das ist halt immer noch das beste Gerät. Ich sehe es nicht ein. Ich sehe es wirklich nicht ein. Aber es muss vielleicht sein. Es muss erstmal gespeichert werden. Dieses Kackvieh. Ach, scheiße. Ich habe vergessen, da hinten zu dem... an die Bench zu gehen. Da war noch Zeug drin. Fuck, muss ich da nochmal vorbei. Ja gut, aber dann, wenn ich dieses Viech komplett wegstase, dann geht das hoffentlich. Hier fange ich an. Hier mal weiter. Ah, Tür auf! So, genau. Das nehme ich. Okay, nochmal 500 Credits. Aber eben auch noch 3 Notes, die ich verwurschten kann. Und ich glaube, das muss ich mal in den Anzug stecken. Brauche ich mehr Luft? Nee, das ging eigentlich bislang sehr entspannt. Da muss ich hin. Ja, dann gehen wir über Kinesis Grab Range. Jetzt habe ich einen Teil. Da kann ich nämlich Size auch noch vergrößern. Size does matter. So, jetzt wieder zurück. 2 Stasis-Ladungen noch verballern. Idealerweise ohne 5-mal den Rücken geschossen. So, au! So bekomme ich, sag's noch. Okay. Ekelhaftes Viech. Es geht wohl nicht kaputt. Genauso wie dieses regenerative Monster da. Okay, das war aber auf jeden Fall Arbeitsersparnis. Macht mich stärker. Also speichere ich das nochmal. Ja, so. Was sollte ich jetzt hier vielleicht noch Munition kaufen? Munition kaufen. Das widerspricht mir ja zutiefst. Da, vielleicht irgendwie kaufe ich so ein bisschen was. Dass ich zumindest noch 10 übrig habe. Damit das Spiel weiß, ich spiele am liebsten hiermit. Und jetzt gib mir das bitte. Aber ist egal, Flammenwerfer ist auch alle. Also den da equipped zu haben, ist dann halt Quatsch. Und dann hat das wenigstens ein paar Schuss für. Was ist das hier? Line Racks. Line Gun. Habe ich noch gar nicht. Ach so. Das kann ich natürlich dann mal kurz in die Storage tun. Boink. Ja. Dann gilt's jetzt wohl. Was hab ich denn? 12. Riesig. Hä? Ach, guck mal hier. Das ist ja der Mercer. Und da ist
Egal. Und der in der Mitte, wie hieß der nochmal? Kein. Kein Arzt. Ich bin kein Arzt. Mr. Clark. My hunter may regenerate, but he takes an attack like that for study. Ja, ich nehme das langsam auch persönlich, dass ich hier einfach keine. Was ist aber los? Ich möchte noch was werfen. Oh Gott, wie viel. Oh nein, der. Und nicht mal explosives Zeug und auch noch so ein Baby. Oh shit, und schon wieder alle. Oh, was? Oh, das ist auch mal neu und unangenehm. Okay, der andere ist kaputt. Oh, Mother. Wenn der so ein bisschen da rumkriecht, tut er mir nicht weh. Kann ich gerade hier nochmal. Nimm! Mach! Ja, die noch Sachen getroffen. Hä? Kommt ja gar nicht bei dem an. Oh, fuck. So. Das war schneller als hier ein. Oh, Flammenwerfer-Munition, auch gut. So. Ja, nein, er steht ja schon wieder. Ja, dann kriegst du eine Behandlung, kriegst du noch. Lass mich halt! Fuck. Wo ist hier? Falsche Richtung, fuck! If the lockdown. Surgical lock. Dr. Charles Wilson. It's a shame. When I began my research. Ja, jetzt will ich deinen Podcast hören, du Arschloch. Marker were invaluable. Now he's been reduced to sending little missives like this one. You butcher! I saw your hunter! I know who it used to be! That cellular regeneration? God, don't you see what you've done? I agree with Amelia. If this is unitology, I want no part of it. My diagnosis. Poor Terrence is suffering from the same dementia reported on the Aegis 7 colony. Amelia, for example. The only Amelia has ever mentioned was his wife. And Amelia Kine died 7 years ago. Der Dr. Kine, der halluziniert halt auch. Spricht mit seiner toten Frau. So, Lion Rex. Und da liegt jetzt dieses Lion Gun. Vieh. Oh nein, ich habe die Munition in die Storage getan. Ups. Und das Spiel kaputt gemacht. Ich habe die Munition in die Storage getan. Gut, aber hier. Liegt ja was davon rum. Denn ich schätze, das Teil ist vielleicht nicht verkehrt gegen den Hunter. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Also das equippen wir. Ach, da. Dann einen Sprit rein. Achso, Moment. Das drücken wir nach da. Und auch die andere Munition rein. Und dann packen wir das hier rüber. Was auch immer es tut. Wide Beam Mineral Cutter for Heavy Duty Mining. Fire und Laser Trap. Oh, Laser Trap könnte natürlich ganz geil sein, wenn der einem da hinterherläuft. Der Hunter. Oh, shit, ey.
Spiel doch auf schwer, haben sie gesagt. Das ist bestimmt viel lustiger. Oh nein, wieder so ein Scheißding. Oh nein. Das lacht mich aus. Ich muss jetzt wirklich so zickzack laufen. Da ist die neueste Folge von Dr. Mercer Podcast. Tissue Regeneration Experiment 5. Please, the children of the marker, kind necromorphs, have provided all the material I could ask for. And the infected variant has provided a key insight. Implanting the material directly into the brain blender is optimal result. Of course, that requires puncturing the frontal bone, just above the labellum. Please, no! Don't worry. It's been sterilized. Oh, God. Krankes Schwein. So, Folge 3. Textlog. Wer hat jetzt Zeit, Texte zu lesen? Ah, okay. Mr. Harris, dieser Patient 1. Der ist der Hunter geworden. Cellular Regeneration. Das war sein Stichwort. So, speichern. Das ist mein Stichwort. Ups. Mercer, du krankes Schwein. Security Lockdown, da kann ich das ausmachen. Jawohl. So, was hat er noch so für Ideen gehabt? Oder immer noch, der lebt ja noch. Convergence, where the bodies of the dead will rise, united undying made whole by the marker. Also das ist wohl ein Kernelement der Unitology, dass die Toten wieder auferstehen. Wer kommt denn auf so eine kranke Idee? Ach ja, Chris Noob. Das ist also ein religiöser Wahnsinniger. Warning. Local door protocols corrupted. Rebooting system. Please stand by. Okay, ich warte einfach so lange hier drin. Ach shit. War der immer schon da? Hold on. I can help you. Not me. Save hydroponics. We're all dying. Air's poison. But there's still time. Her enzyme will work if... She just needs liquid nitrogen. Save us! Okay, wer? What? He was right. Air quality is dropping shipwide. Something's poisoning the oxygen and hydroponics. If we lose our air supply... Mm-hmm. He said we could fix it. He came looking for liquid nitrogen, and there has to be some in the cryogenics lab. Okay, not like we have a better option. I'll clear you a path to cryo. Oh, clear mir doch einfach einen Path zum nächsten escape pod. Fuck this ship. Nuke the site from orbit. Und mit diesen zwei Weltraum-Horrorfilm-Zitaten verabschiede ich mich aus dieser Folge und freue mich drauf, wenn ihr in der nächsten wieder mit dabei seid. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.